Guido, wir sehen also, die israelische Armee setzt auch auf Hightech-Waffen und das verstärkt. Aber auf der anderen Seite, der Häuserkampf rückt jetzt immer näher in Gaza-Stadt. Die israelischen Truppen rücken vor und wir sehen immer wieder die Bilder, wie Israel auch den Merkava-Panzer einsetzt. Das ist das Pendant zum deutschen Leopard 2. Aber genau diese Panzer sind doch in so einer Situation beim Häuserkampf sehr anfällig. Genau. Eigentlich hat die Vergangenheit gezeigt, dass Kampfpanzer im Einsatz im Stadtgebiet sehr, sehr verwundbar sind. Denn normalerweise sind Kampfpanzer vor allem oben und hinten schlecht gepanzert, weil man einen Kampfpanzer normalerweise immer in der Duellsituation einsetzt. Das heißt, frontal gegen andere Kampfpanzer. Und da ist er auch am besten gepanzert und am besten geschützt. Der Merkava ist von den Israelis aber so ausgestattet worden und so geschützt worden, dass er auch in urbanem Gebiet, also im Stadtgebiet, einen besseren Schutz hat. Unter anderem hat man ihn halt ausgestattet mit einem sehr guten Schutz auch oben auf dem Dach und mit einem aktiven Schutzsystem, was ihn in die Lage versetzt, auch Panzerabwehrwaffen oder Panzerfaustgranaten, die auf ihn abgefeuert werden, abzufangen. Und das ist das große Plus. Wir sehen hier Aufnahmen der Hamas, die praktisch in eigenen Waffenschmieden Panzerabwehrwaffen produziert. Und diese Panzerabwehrwaffen stellen natürlich für die israelischen Streitkräfte, für die gepanzerten Fahrzeuge eine große Gefahr dar. Wir sehen hier Bilder, wie aber das sogenannte Trophy-System der Merkava-Kampfpanzer dafür sorgt, dass man anfliegende Panzerabwehrwaffen bekämpft. Also das sind Bilder aus dem Kampfgebiet. Wie funktioniert das jetzt? Die Panzer sind ausgestattet mit einem Radarsystem und mit einer Ladung, die abgefeuert werden kann. Und wenn jetzt diese Panzerabwehrwaffe, das Geschoss auf den Panzer zufliegt, dann wird es praktisch vom Radar detektiert. Es wird berechnet, aus welchem Winkel, welche Geschwindigkeit und wann es einschlagen würde. Und dann hat der Panzer praktisch diese Ladungen, die abgefeuert werden. Und die sorgen wie so ein Splitterkegel dafür, dass die anfliegende Panzerabwehrwaffe zerstört wird. Also ein sehr effektives Mittel, um die Panzer und dementsprechend natürlich vor allem die Crews vor solchen Panzerabwehr-Lenkflugkörpern oder einfachen Panzerfäusten zu schützen. Das ist ja erstaunlich, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Ne? Das ist wirklich erstaunlich, weil normalerweise kennt man das ja nur von Kampfflugzeugen, die so diese Abwehrmaßnahmen haben, so Blendgranaten abfeuern und jetzt auch bei Panzern. Also Guido, du hast immer wieder was Neues für uns. Dankeschön. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.